Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und es gibt hier ein kleines Zwischenvideo. Hoffentlich nicht so klein, nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe nämlich meine Signatur von der lieben Evi bekommen, also die Signatur, die in mein Journal kommt. Wir haben ja in unserem Design-Team, in unserer Junk Journal Crew, haben wir uns gegenseitig Signaturen gemacht. Oder sind noch dabei. Ich habe auch noch zwei liegen, die muss ich noch fertig machen. Und schicken uns die gegenseitig. Das heißt, jeder von uns sieben kriegt dann sechs Signaturen und kriegt dann natürlich ein richtig fettes, dickes Journal. Und ich zeige euch das mal, was ich hier nehme. Also ich werde dieses wunderschöne Buch, diesen Brockhaus, werde ich dafür benutzen. Ich werde den wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen müssen, weil ihr seht schon, ne? Hier ist ein bisschen viel Platz. Ich habe die Signatur von der lieben Jessie, die wohnt da jetzt schon und wartet drauf, dass ich alle beisammen habe und das dann hier einfach mal in Augenschein nehme, ob das passt. Noch mit einer Signatur. Schon ja noch mit der zweiten wird das passen. Danach werde ich fluchen feststellen, verdammt, das Cover ist viel zu schmal. So, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, holt das gerne nach. Ich habe noch ein bisschen Staub an den Fingern. Ich habe mir zwar die Finger gewaschen. Ich komme aus dem Stall und habe dieses Päckchen gefunden und bin ganz aufgeregt. Also, abonniert meinen Kanal. Abonniert auch Evis Kanal, den verlinke ich. Und natürlich auch alle anderen aus meiner Junk Journal Crew. Da Jessie hat die gegründet und wir sind alle total gut drauf. Und viele von uns auf jeden Fall haben einen YouTube-Kanal. Das macht mega Spaß mit den Mädels. Und mein Schreibtisch, alle Projekte mussten hier gerade weichen. Ich fange jetzt an. Und ich bin so gespannt. Und ich muss jetzt, also, ich muss mal zwischendurch gucken, ob ich hier nicht aus dem Bild rutsche. Geht noch. Hier, Karton. Tschüss. Hast du ja gerade nichts verloren. So. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten, ne? Ich kann jetzt hier einfach mal auspacken. Und auch dieses Papier. Also, manche Menschen würden das Papier jetzt wegtun, ne? Also die Menschen, die Junk Journal basteln, wissen damit, was anzufangen. Und, oh, geil. Ich habe sie auf den Kopf gedreht, glaube ich. So. Ich schreie jetzt schon, oh, wie geil, weil das Magic Forest Papier ist. Und das liebe ich wie sonst was. Das ist so schön. Mit allen Ecken, Kanten, Holzteilen, das ist genau meins. Und Evi, also ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Aber allein so die Außenseite, das Cover, es ist schon mega cool. Also da hast du definitiv eins meiner Lieblingspapiere, wenn nicht das absolute Lieblingspapier getroffen. Ja. Und hier, also ihr könnt das mit einer Kamera nicht so ganz sehen, aber hier sind diese Holzteile nochmal so extra drumherum geklebt. Das ist nicht Teil des eigentlichen Papiers, also schon des Papiersets, aber nicht dieser Seite. Und es ist einfach, ja, herrlich. Oh Gott, Evi, ich bin so gespannt, wie du meine Signatur findest, die ich dir geschickt habe. Aber das ist ein anderes Thema. So. Oh ja. Forests are living dreams made to get beautifully lost. So schön. Ja, das ist ja wahrscheinlich das Ex Libris und ja, herrlich. Das sind genau meine Farben und großartig. Ja, hast du so ein Abreißlineal? Also ich habe mir so eins selber gemacht und das sieht irgendwie noch viel cooler aus. Ach, wie süß. Das kommt aber nicht aus dem Papierset, ne? Aber süß. Also schön. Total schön. Ich liebe auch Jute. Also da hast du schon mal voll das Schwarze getroffen. Ja, und über diesen Crackle-Stempel, da haben wir uns ja schon öfter unterhalten. Oder das ist eine Schablone, das ist ein Stencil. Der ist echt mega. Woodland. Es mautzt übrigens bei mir vor der Tür. Nicht weiter wundern. Oh ja, schön viel Platz zum Schreiben. Und ein Wolf. Ja, man mag ja nicht glauben, wir haben ja tatsächlich echte Wölfe. Und ich finde die sehr schön. Und bis auf das ich dann meinen Shetland-Pony reinholen muss, ja, glaube ich, dass die Wölfe hier trotzdem, sag mal, wohnen dürfen. Ich glaube nicht, dass sie meine großen Pferde fressen. Imagination is the golden pathway to everywhere. Oh ja. Und dieser Stempel, Evi, wenn du den irgendwo mal siehst, ne? Kauf ihn für mich. Das ist so schön. Ja, und das ist das Forest-Papier noch von Stamperia dazu. Das habe ich auch schon gekauft und ins Auge gefasst. Das ist super schön. Mit diesen Beeren und allem. Eine Doppeltasche. Für
große Sachen, für kleine Sachen. Total schön. Ich liebe das ja, ne? Wenn man das jetzt hier so anschaut, dass hier die Seiten einfach mal so kürzer und länger sind und einander irgendwie ergänzen. Gut, wer jetzt einfach auf Efis Kanal guckt, sieht, ich sag mal so, das gleiche Video nochmal. Nein, Efi wird das garantiert anders kommentiert haben. Ich habe es nicht geschaut, ich habe mich nicht selber gespoilert. Das war ja noch schöner. Oh, du hast echt schönes Papier gefunden. Super cool. Mal diese schönen Knicke, ne? Da traue ich mich noch nicht dran. Das ist so cool, dass du das so machst. Das werde ich auch einfach mal machen, ne? Einfach mal so ein paar Seiten knicken und ein schöner alter Brief. Den hast du nicht selbst geschrieben. Na, das ist ja ein schönes Papier. Großartig. Total schön. Und ein Bär. Gestern noch gesagt, ich mag Bären. Die sind so einerseits so freundlich, andererseits so mega stark. Wie warst du denn? Na, du warst so. So warst du. Ein Journal mit Taschen und Wald. Ja, das ist gut aufgepasst, dass ich im Wald wohne. Ja, und diese Magic Forest Tags, coole Sache. Jetzt ist die Frage, wenn ich das hier abnehme und aufmache, kriege ich es jemals wieder zusammen? So, hier ist noch eine Klemme drauf. So. Ah, es ist fest. Glücklicherweise, so kriegt es wieder zusammen. Oh ja, eine schöne Rose. Und die Seite hat ein bisschen Platz zu schreiben. Da könnte man sogar was hinter verstecken, ne? Oh, schön. Toller Mechanismus. Kann man auch hier irgendwie irgendwas hinter verstecken, was man so nur so ab und zu mal sehen möchte. Oder wo man sagt, ah nee, wer weiß, dass es dahinter ist, darf nachgucken. Wer es nicht weiß, Pech gehabt. Ja, hier hintergeklemmt. Super viel cooler Platz zum Schreiben. Und ich werde mein Journal, also ich werde es einerseits natürlich super cool in Ehren halten. Unser gemeinsames Journal aus der Crew. Und ich werde es trotzdem benutzen. Weil es zu benutzen heißt auch, es in Ehren zu halten. Und dieser Stempel zieht sich durch. Also da, ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg. Oh ja, jetzt hast du hier was reingepackt, was durchzuziehen ist, ne? In line with nature, magic happens. Oh ja. Ja, in diesem Papier könnte ich mich tatsächlich komplett verlieren. Oh, ein Mini-Charm. Was bist du denn? Eine Blume. Ja, so herrlich. Das ist ja voll süß. Das ist ja nochmal ein Mini-Heftchen, Umschlagheftchen. Oh Gott, was hast du denn hier gebaut? Das ist ja großartig. Nochmal hochzuklappen. Ja, du hast echt super schöne Ideen. Ein schönes Notenpapier. Ja, das ist ja mal eine geile Idee. Ja, also ich würde das jetzt mal transferieren in mein Ideenjournal. Wir müssen jetzt hier aufhören, ich habe jetzt was zu tun. Oh ja, unten mit Magnet, genau, cool. Und hier nochmal zum Feststecken an die Blume. Und oh, das fühlt sich ja cool an. Das ist ja. Wie war das? Es gibt Papierstreichler. Und nein, sie sind nicht bekloppt. Wie warst du denn? Ich könnte den ganzen Tag Papier anfassen und damit arbeiten oder damit irgendwie rumhantieren. Dafür wird man leider nicht bezahlt, sonst würde ich das die ganze Zeit machen. Oh, ein extra Heftlein. Ein extra Heftlein. Das ist aber auch süß. Ein Rehlein, oder ein Hirsch, besser gesagt, mit dem Geweih. Das ist kein Rehbock mehr. Man sieht nur mit dem Herzen gut, genau. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und hier ist auch nochmal so ein kleines Belly Band. Da kann man auch noch was hinterpacken. Oh ja, schöne Schulpapierseiten hier. Total cool gefärbt. So toll. So süß. Und eine kleine Journal Card aus dem gleichen Heft. Du hast aber auch das große Papier genommen, oder? Täuscht mich das? Das ist nicht das. Nicht das 8x8 Inch, das ist auch das große. Das ist ja, also Heftchen im Heftchen, das ist herrlich. So, nee, du bist außen. Du bist außen. So, ihr seid
Die bin noch von dem Heft, genau. Und hier geht's noch weiter. Nochmal so eine große Journal Card. Ja, jetzt hier, jetzt sehe ich, dass du hast auf jeden Fall das große Papier genommen. Ich fand das auch schön. Also ich finde einfach, mit diesem großen Papier kann man wunderbar arbeiten. Das macht so Spaß. Also ich kann es jetzt einfach sagen, weil ich meiner Tochter ja gerade auch ein Journal mit dem Magic Forest gemacht habe. Oh ja, Schmetterlinge. Du hast ja gesagt, du liebst auch Schmetterlinge, ne? Also das trifft sich sehr gut. Vintage und Schmetterlinge mögen. Macht dann direkt total sympathisch von vornherein. Oh ja, das Motiv ist auch toll. Ja, und hier die, ein kleiner Glücksklee und ein Mini-Schmetterlingstüllü. Ja, so ein Standseiten brauche ich auch noch, so ein Mini. Ich habe noch einen größeren. Die sind toll. Ich habe jetzt hier auch, ich muss mal daneben greifen, weil ich bin ja eigentlich mitten im anderen Projekt. Ich habe mir hier auch so glänzende Stanzteile rausgepackt. Aber die sind viel größer. Das kleine ist irgendwie niedlicher. Naja. Gut, egal, sei es drum. Oh, Bäume. Also Bäume, ne? Ich liebe Bäume. Mit dem Vellum ist das auch total schön. Die Gedanken, die wir uns auswählen, sind die Werkzeuge, mit denen wir die Leinwand unseres Lebens bemalen. Louise Hay, die ist total klasse. Die Frau, die ist leider gestorben. Ich hoffe, ich tue ihr nicht Unrecht, aber ich glaube, sie ist gestorben. Da hat die Welt echt eine gute verloren. Und ja, Vellum. Vellum. Wenn jemand einen guten Tipp hat, wo man in größeren Mengen tolles Vellum herbekommen kann, ich nehme den Tipp. Ich nehme ihn sofort. Auch hier das mit dem Gestempelt, ne? Das sieht man jetzt, wenn ich da ein bisschen das hintermache, total gut. Die Blüte und der Schmetterling und diese kleinen Kleckser mit dem Vellum. Das ist so eine tolle Idee hier. Das ist wirklich schön. Das Schöne in unserem in unserer Junk Journal Crew ist, wir gucken voneinander ab, von morgens bis abends. Aber mit voller Absicht. Also da schmeißt einer eine coole Idee rein, der nächste verfeinert die noch, der übernächste hat noch eine Ergänzung. Super cool. Auch hier mit der Tasche und dem Wasserfall hier. Ja, auch das mit dem dunklen Papier, ne? Also das sind so banale Sachen, die eigentlich total einfach sind. Dunkles Papier, ein Schnipselpapier drauf, der vorher schon bestempelt ist. Sieht total schön aus. Warum komme ich denn auf sowas nicht? Danke für die Anregung. Ich werde auf jeden Fall hier so einige Ideen mit in mein Ideenjournal übernehmen. Und Jessie auch, die hat ja mal so coole Ausklappmechanismen und sowas. Da werde ich auch direkt hier George füttern, bis zum geht nicht mehr. Wenn ich hier erstmal mit meinen Signaturen durch bin, dann kann George sein blaues Wunder erleben. So, bin ich überhaupt noch im Bild? Ja. George ist mein Ideenjournal für alle, die es noch nicht wissen. Es ist bisher nur begonnen. Oh ja, wie süß. Und das ist auch, es ist so schön, einfach so ein kleines Stückchen Papier mit so einem kleinen, süßen Tab dran. Herrlich, macht total was her. Es ist einfach schön. Und auch alleine, wie du jetzt hier das Blaue und das Schwarze mit dem verschiedenen Grün kombiniert hast. Ich sag mal so, ich mag eigentlich Grün nicht so gerne. Komma. In Verbindung mit Natur und mit diesem Papier ist es großartig. Sag mal so, ich würde jetzt nicht so eine rein grüne Signatur feiern. Ich würde, das wäre bei mir irgendwie so eine Fehlfarbe. Nur in dieser Verbindung mit diesem mystischen Blau und Grün ist es einfach großartig. Und auch das hier, das hast du selbst gefärbt, ne? Also das ist ja auch gestencelt mit der hellen Stempelfarbe. Gehe ich mal von aus. Breathe, genau. Total schön, dieses Papier. Sowas in der Art habe ich auch mal bekommen. Da, ja, ich erinnere mich, voll schön. Happy Mails, ne? Ich sag auch, Leute, in Happy Mails findet man die tollsten Sachen. Oh, hier wieder so ein Ausklapp. Du hast es auch mit Brunnen hier in diesem Papier, ne? Ich finde solche alten, romantischen Brunnen, die sind so schön. Da kann man so tolle Schichten von Spinnen und Sachen machen. Ja, also du merkst schon, ne? Du hast ja voll ins Schwarze getroffen. Und das, wie gesagt, meine Junk Journal Crew, die bekommt hier, sag mal, eine Mini-Kursprobe schon mal vorab, bevor ihr die bekommt. Aber die Langform können sie sich auch noch angucken, wenn sie lustig sind. Das ist ja ein lustiger Brett. Was bist denn du? Du bist ja auch ein Weihnachts-, nee, nicht Weihnachts-, ein Waldbrett, ne?
Hier so ein, kann man das dann noch so ausklappen. Findet dahinter noch so einen kleinen Schnupsi, der durch die Gegend fliegt. Vergessen, was das ist. Nee, Blatt bist du, ne? Blatt dann. Pusteblume-Stängelchen. Oh ja, eine kleine mystische Pilzseite. Die Dinger sind auch total schön, ja. Und ein kleines Häuschen, ein kleines Vogelhäuschen. Hier auch wieder was zum Drehen. Da kann man auch so schön Sachen da verstecken, ne? Ja, dieser, wie auch immer du das gemacht hast, ist cool geworden, ist echt cool geworden. Ja, auch dieser Crackle. Das Papier ist total schön. Ist das ein digitales? Ich habe was verpasst. Super cool. Ein Eichhörnchen. Ein süßes kleines Eichhörnchen. Mal ranken. Ist das nicht niedlich? Ja, auch Pilze, ne? Always believe in magic. Aber auf jeden Fall. Da kommt der Gift drauf, ne? Na, das Papier ist klasse hier. Total. Begeisterung, Begeisterung. Ich sehe schon mein Buch. Das wird ein Traum. Und nein, ich werde es im Leben nicht weggeben. Schon wieder ein Brunnen. Schon wieder ein Brunnen. Der ist ja noch schöner als der andere. Ich möchte auch so einen Brunnen haben. Ich habe tatsächlich einen Brunnen im Garten, aber der ist einfach nur eine blöde graue Steinplatte. Das ist sowas Schönes. Das könnte man eigentlich mal so als Projekt machen. Mal so in real life basteln. So einen Brunnen basteln. Oh, und bunte Pilze. Ja, die nimmt man dann, wenn das mit dem Brunnen nicht klappt. Dann futtert man diese bunten Pilze und dann ist die Welt schön. Oh, schön. Ja, Evi, du hast ja total klasse auch das Braun mit rein kombiniert von diesem Vintage, also diese ganzen changierten Brauntöne. Voll schön. Ohne Blumen, ohne Träume, ohne Spaß und ohne Purzelbäume, ohne Schinken, ohne Speck hat das Leben keinen Zweck. Mhm. So sieht das aus. Oh, hier ist ein Tag andere. Und hier, da kann man was hinterstecken. Ha. Da kann man noch was verstecken. Oh, ein bisschen Gold am Start. Ich bin ja echt total neidisch auf diesen Stencil. Ja, so geil. Und ein kleines Rotkehlchen mit Egelchen. Oh, wie toll. Ich habe ein Waldjournal. Und das passt so toll überhaupt zu mir und dieses Papier und ja, genau, hier kann man nochmal richtig was Größeres reinstecken. Allerdings, Leute, ne? Was Größeres und so, ne? Ich sag mal so. Das ist meine Signatur, die sich gewaschen hat. Also die ist, die hat schon hier eine gewisse dicke Größe, Breite. Da muss man schon gucken. Wenn ich davon 6 Stück habe, dann reicht mein Brockhaus im Leben nicht aus. Evi, hab vielen lieben Dank. Den Kanal von Evi, den findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt da vorbei, die macht so tolle Sachen und so schön und hübsch und süß erklärt. Das hier ist ein Traum. Ich freue mich. Ein Magic Forest Papier Wild Journal für mich mit Türkis. Alle Träume erfüllt. Das ist ja wie Weihnachten. Leute, Begeisterung. Ich lasse das Ding jetzt nicht mehr los und beende trotzdem dieses Video. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr bei Evi auch vorbeischaut. Und ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.